Vielen Dank. Ich darf Sie auch im Namen von Andreas ganz herzlich in unserem Konzert begrüßen. Im Mittelpunkt unseres Programms steht, wie Sie alle wissen, Queen Charlotte und die Musik an ihrem Hof. Bevor wir aber gleich näher zu Queen Charlotte kommen, ein kleiner Rückblick. Also Queen Charlotte hätte ja nicht Queen Charlotte werden können ohne King George. Und King George war selbst Traversflötist, also er hat auch dieses Instrument gespielt und war auch sonst sehr musikalisch begabt und begeistert. Außerdem interessierte er sich sehr für Naturwissenschaften und galt allgemein sehr gebildet. Und deswegen war es ihm auch wichtig, dass seine zukünftige Frau das auch ist und dass sie diese Leidenschaften teilt. Dazu kam noch, dass sie deutsch sein sollte und protestantisch. Und all das fand er in Charlotte. Bei der gemeinsamen Liebe, die die beiden zur Musik hatten, unterschied sich aber ihr musikalischer Geschmack grundlegend. King George war aufgewachsen mit der Musik Georg Friedrich Händels und verehrte den auch noch nach dessen Tod. Und so war sein Musikgeschmack eher konservativ. Also er hielt eher an der hochbarocken Tradition fest, im Gegensatz zu Queen Charlotte, wie wir später noch erfahren werden. Und John Stanley, von früher Kindheit an blinder Komponist und Organist, der hat noch im Stil Händels komponiert. Und die Sonaten hat King George wahrscheinlich gekannt und auch gespielt und muss sie sehr gemocht haben, denn er hat jenen John Stanley mit 67 Jahren noch zu seinem Master of the King's Music gemacht. Und von John Stanley spielen wir jetzt eben eine Sonate in E-Moll. Thank you.
Nachdem die Wahl auf Charlotte gefallen und der Heiratsvertrag unterschrieben war, ging es schnell. Nach weniger als einem Jahr, nachdem der alte König verstarb, machte sich Charlotte auf die Reise nach England. Das war im Herbst 1761, damals war sie gerade mal 17 Jahre alt. Mit an Bord auf dem Schiff war auch ihr Cembalo, auf dem sie bei offener Kabinentür spielte, um ihren seekranken Mitreisenden die Überfahrt etwas angenehmer zu gestalten. Sie hatte eine umfassende Ausbildung in puncto Musik erhalten. Sie sang wunderbar, spielte mehrere Instrumente, besonders natürlich das Cembalo. Aber offenbar war für die englische Sprache in dieser Ausbildung kein Platz gewesen. Sie sprach nämlich kein Wort Englisch und machte sich so auf die Reise in ihre neue Heimat. Der Mangel an Sprachkenntnissen scheint ihr allerdings nicht im Weg gestanden zu haben, denn noch im selben Jahr veranstaltete sie regelmäßig pünktlich jeden Mittwoch Konzerte, an denen auch die anderen Mitglieder der Royal Family auftraten. Nicht jedoch der König, der spielte seine Traversflöte lieber im Privaten, begleitet von Charlotte am Cembalo, der er keinen Wunsch verwehren konnte. Zu diesen Wünschen zählen nicht nur Instrumente, sehr bald durfte Charlotte ein Instrument des berühmten Hans Rückers ihr eigen nennen, sondern vor allem auch Musiker. Es fing an mit dem Master of the Queen's Music. An dem bisherigen Master, einem Engländer, fand Charlotte offenbar nicht viel Gefallen und es sollte stattdessen der berühmte Johann Christian Bach werden, der sich glücklicherweise just in dem Moment in London aufhielt. Später kam noch eine eigene Queen's Chamber Band dazu, ein absolutes erstes Mal in der Geschichte englischer Königinnen. Und auch diese Chamber Band war in erster Linie besetzt von deutschen Musikern, geleitet wieder vom berühmten Johann Christian Bach. Ihn schätzte die Königin am meisten und er widmete ihr viele seiner Kompositionen. Bach war als Cembalist weltberühmt und er war bekannt dafür, diesen neuen Stil zu etablieren und maßgeblich zu prägen. Der junge Mozart besuchte Johann Christian Bach einmal und fühlte sich Zeit seines Lebens mit ihm verbunden. Eine Kostprobe dieses neuen Stils möchte ich Ihnen jetzt präsentieren, und zwar aus Johann Christian Bachs Opus 17, die erste Sonate. Viel Vergnügen! Thank you.
Jeden Tag spielte Charlotte auf ihrem Cembalo und ihre Leidenschaft zur Musik verband sie mit dem König. Sehr schnell lernte sie hervorragendes Englisch und zu ihrem großen Glück entwickelte sich zwischen ihr und George eine echte Liebe. Umso härter müssen sie die Anfälle getroffen haben, die George im Verlaufe seines Lebens hatte. Den ersten im Jahre 1765 konnte man noch vor ihr verheimlichen, aber der nächste im Jahre 1788 kam mit beängstigender Vehemenz. Der ganze Hof bangte um seinen Herrscher, der unter seiner Krankheit nicht nur physisch, sondern auch psychisch litt. An einem Tag versuchte er sogar seinen ältesten Sohn zu erwürgen, sodass man ihm eine Zwangsjacke anlegte. Für Charlotte müssen diese Episoden, in denen ihr Mann monatelang unter Delirium, Schlafstörungen und Anfällen litt, die absolute Hölle gewesen sein. Die Ärzte, die vier Ärzte des Königs verbaten ihr, ihren Gatten zu sehen. Und häufig brach sie unkontrollierbar in Tränen aus. Irgendwann kam es soweit, dass im Parlament eine Regentschaft besprochen werden sollte. Doch glücklicherweise erholte George sich. Endlich war das Paar wieder vereint und konnte wieder zusammen musizieren. Über 4-5 Monate hatte George sich ganz allein mit seinem Traversflötenspiel bei Laune halten müssen. Und jetzt endlich konnten sie wieder zusammen Musik machen. Charlotte bezeichnete er einmal als seine beste Ärztin und niemand könne eine bessere haben. Umso heilsamer muss das gemeinsame Musizieren gewesen sein. Dabei konnten sie auf einen großen Schatz an Musik und auf einen großen Reichtum an Musikern zurückgreifen. In ihren Diensten stand unter anderem der Komponist, Gambist und guter Freund von Johann Christian Bach, Karl Friedrich Abel. Wenn ich sage, sie waren gute Freunde, ist das eigentlich eine Untertreibung. Sie kannten sich noch aus jungen Jahren, als Abel bei Johann Sebastian Bach studiert hat. Als Abel nach London gekommen ist, hat er sich erstmal eine Weile mit Johann Christian Bach eine Wohnung geteilt und sie haben zusammen Konzerte, eine Konzertreihe, die Bach-Abel-Concertos gegründet, die Abel nach dem frühen Tod Johann Christian Bachs weiter fortführte. Von Karl Friedrich Abel spielen wir jetzt eine Sonate für Traversflöte und Basso Continuo. Wir wissen zwar leider nicht genau, was der König in seinen Stunden der Not so alles gespielt hat, aber ich bin mir sicher, Sie werden mir zustimmen, solch großartige Stücke können dann nur schwerlich gefehlt haben. Thank you.
kommen zum nächsten Johann Christian, Johann Christian Fischer. Der war Oboist und Cembalist und als Nachfolger von Johann Christian Bach, seines Namensvetterns, Cembalist bei Friedrich dem Großen, aber nur kurz, denn dann folgte er Bach nach England. Dort wurde er dann Oboist in der Chamber Band der Queen und hatte aber wohl nebenbei noch Möglichkeiten, anderweitig zu arbeiten, zum Beispiel als Komponist. Und so entstanden 10 Flötensonaten, die er einem gewissen William Brodie widmete. Und der hatte so ein spannendes Leben, das möchte ich Ihnen nicht vorenthalten. Der war nämlich, er führte ein Doppelleben. Also er war eigentlich Stadtrat und Vorsitzender der Handwerks- und Handelsgilde in Edinburgh. Hatte aber auf der anderen Seite 5 Kinder mit gleich 2 Geliebten, war spielsüchtig und ein notorischer Einbrecher. Sein Lebensstil will finanziert sein. Ja? Und als, in seiner Handwerkstätigkeit als Schlosser und Schränkebauer kam er immer wieder zur Gelegenheit, Schlüssel zu kopieren durch Abdrücke und hat sich mit seinen Komplizen einen Spaß daraus gemacht oder einen Nervenkitzel dabei gehabt, die Sicherheitssysteme der Banken und der besten Häuser der Stadt zu überlisten. Da hat er zum Beispiel bei seinem ersten größeren Einbruch 800 Pfund bei einer Bank gestohlen. Das reichte für ihn für 2 Jahre zum Leben damals. Ja. Das ging auch ziemlich lange gut, aber nach 20 Jahren sind sie dann doch erwischt worden und er wurde von einem Komplizen, der gefasst wurde, verraten. Aber er wäre nicht Brodie, wenn nicht noch irgendwas dazwischen käme. Also ist er geflohen, erstmal quer durch England, dann nach Frankreich, durch Belgien, wurde aber immer mit den königlichen Botschaftern auf den Fersen schließlich in Amsterdam geschnappt und zurück nach Edinburgh gebracht. Und jetzt kommt Ironie des Schicksals, an seinem eigenen Galgen gehängt. Also er hat geholfen, den zu entwerfen in Edinburgh. Oder zumindest sollen wir das glauben, denn es ging das Gerücht rum, er habe den Henker bestochen, sich einen Metallkragen umgelegt, um dem Genickbruch zu entgehen und wurde Jahre später noch in Paris gesichtet. Wer weiß. Ob King George und Queen Charlotte diese Sonaten auch gespielt haben, ist nicht sicher überliefert. Wenn, dann musste King George ziemlich viel üben. Also Johann Christian Fischer war ja selbst Oboist und Oboisten brauchen nicht so viel Luft beim Spielen. Bei der Flöte brauchen wir ein bisschen mehr Luft. Also ich muss schon tief Luft holen in einigen Passagen und muss auch meine Finger trainieren, damit ich das spielen kann. In diesem Sinne viel Spaß mit der G-Dur-Sonate von Johann Christian Fischer. Thank you.
Thank you.
Leider war die Genesung des Königs nicht von Dauer. In den folgenden Jahren verschlechterte sich seine Gesundheit zunehmend, was Charlotte natürlich auch zunehmend zur Belastung fiel. Und dann kamen noch diverse Schicksalsschläge dazu. 1793 verstarb ihre gute Brieffreundin Marie Antoinette. 1700, nett gesagt. Das wühlte sie natürlich ziemlich auf und brachte sie wahnsinnig durcheinander. Sie schafften zwar noch ein bisschen nach außen hin, sich zu präsentieren. 1795 zum Beispiel kam Haydn sie besuchen und äußerte sich sehr wohlwollend über das königliche Paar. Aber hinter den Fassaden begann die Stabilität zu bröckeln. Charlotte wurde zunehmend depressiv, verlor die Lust am öffentlichen Musizieren und widmete sich immer mehr anderen Interessen. Ab 1704 traute sie sich nicht mehr alleine in die Gegenwart des Königs. Sie aßen getrennt, sie schliefen getrennt, aus Angst vor weiteren Anfällen. Trotzdem versuchte sie ihr Bestes zu geben, um ihren Mann mit Musik bei Laune zu halten und aufzuheitern. 1710 war der König quasi komplett erblindet infolge seiner Krankheit. Und kaum ein Jahr später war sein Verstand unwiederbringlich verloren. Man weiß nicht, ob Charlotte nach 1712 selber noch musiziert hat, ob sie überhaupt ihren Mann noch gesehen hat. 1818 verstarb sie im Jahre von 74 Jahren. Ein trauriges, einsames Ende zu einer so turbulenten Geschichte. Unverhofft war sie in ein fremdes Land gekommen. Unverhofft hatte sie dort Liebe entdeckt. 15 Kinder hatte sie mit George. Sie teilten Leidenschaften und Interessen. Sie konnte der Botanik nachgehen. Sie konnte sich für Waisenkinder einsetzen, für die Rolle von Frauen, auch damals im öffentlichen Leben, und wurde bei all dem unterstützt von ihrem geliebten Ehemann. Vor allem natürlich das Musizieren hat sie verbunden. Leider ist ihre musikalische Bibliothek nicht erhalten. Nur eine Liste von Werken, die sich in ihrem Besitz befand. Mit einem dieser Werke wollen wir nun das Konzert beschließen. Es handelt sich um eine Sonate von Karl Friedrich Abel, geschrieben 1764, wahrscheinlich der unbeschwertesten Zeit des Paares. Und so wie diese Musik munter und freudig dahersprudelt, so stelle ich mir Queen Charlotte gerne vor. Neugierig, wissbegierig, voller Tatendrang und voller Lebensfreude. Thank you.
ein kleines Schmankerl haben wir noch für Sie. 1764 kam ja der 8-jährige Mozart nach London und der hat nachhaltig beeindruckt. King George hat von ihm verlangt, dass er die schwierigsten Stücke vom Blatt spiele. Alles kein Problem. Dann sollte er über Händels Bässe improvisieren, weil George ja Händel so mochte. Wunderbar gemacht. Und Queen Charlotte hat er beeindruckt mit Komposition. Also es gibt 6 ganz frühe Sonaten, die Queen Charlotte gewidmet sind und die sie wahrscheinlich auch musiziert haben bei Hofe. Und aus einer dieser Sonaten spielen wir jetzt ein Rondo in C-Dur. Thank you.